Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Okay, wir jetzt eliminieren wir ihn komplett. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayun ne skana ze zagum haje. Ich nehme dir das Leben. Komm schon, mach ich nicht fertig. Wir haben William Johnson getötet. Nice. Rauchbomben haben wir keine. Sehr blöd. Machen. Komm schon, jetzt töten. So, wo ist der William?
Ist noch irgendwo ein krasser Schatz. Plündern wir den nochmal ganz schnell. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sehr gut, dann hauen wir jetzt mal ab. Oh no. Fuck. ich dachte, ich springe ins Blaue einfach in den Heuhaufen, aber hat leider nicht funktioniert. Was mache ich denn hier überhaupt? Okay. Oh. Sehr gut. Einfach abhauen. Oh, schon zu Ende. Nicht ganz perfekt, aber Sequenz 6 beendet. Ich glaube, es gibt nur 9. Weiß ich gar nicht mehr, wie viel es gab insgesamt. Oder 10? Ach, ich weiß gar nicht, wie viel es gab. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn. Mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen. Und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es.
Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Wir sind schon unterwegs. Irgendwelche Mission hier. Wir machen eine Schnellreise nach Boston. Wohin denn sonst? Lasst mich, ihr Bastarde! Ich schmeck dir mein Stiefel. Haltet ihn auf! Egal, hier ist direkt jemand, dem kann man helfen. Zu viel und mochte den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Quebec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an wegen meiner Akzent. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter. Na dann, haben wir einen neuen Mitarbeiter, ein neuer Teil unserer Gemeinde. Klein, aber bescheidenen Gemeinde. Vielen Dank. Findet man hier, wenn es eine Tür ist, die man aufmachen kann? Ach du. Okay, hau ich wieder ab. Kann man noch mit Duncan reden oder so? Oder? Ich glaube, das war hier Duncans Bezirk, nicht wahr? Nope. Und ich bin raus hier. Gehen wir zu Paul. Kurz eine Sache müssen wir noch klären. Der ist hier noch nicht befreit, aber da warte ich, bis die Mission irgendwann verfügbar ist. Machen wir noch die eine Mission hier. Dann war's das.